Vor 5 Jahren ungefähr ist die Band hier gegründet worden. Die Idee gab es schon lange, aber das mussten auch Stunden für mich als Lehrer bewilligt werden. Das hat dann geklappt, das Rektorat hat es gemacht, dankenswerterweise. Und damit wir am Orff-Institut das Profil, das wir haben, mit Inklusion auch zu arbeiten, einfach erweitern konnten. Und mir ging es da vor allen Dingen darum, dass Studierende, wie jetzt auch die Miriam, die schon sehr oft dabei war, einfach die Möglichkeit haben, hier eine Erfahrung zu machen, die prägend ist für ihr, prägend sein kann für ihr Berufsleben. Eine positive Erfahrung im Zusammenleben, im inklusiven musikalischen Zusammenleben. Ist mir das Allerwichtigste, dass die Band Spaß hat, aber dass die Studierenden auch ein positives Erlebnis mitnehmen, dass sie in ihrer Zukunft auch selber wieder produzieren möchten, an anderen Orten mit anderen Menschen. Ich habe gleich im ersten Semester meines Studiums vor 4 Jahren damit begonnen und war sofort begeistert von dieser Motivation und von dieser positiven Energie, die in dieser Band steckt. Und wo ich auch gemerkt habe, das steckt mich an, das begeistert mich. Ich war eigentlich so gut wie möglich jedes Semester dabei und habe dann im letzten Semester eben auch die Leitung übernommen und gemeinsam mit den Teilnehmenden auch ein Lied gemeinsam komponiert im Rahmen dieses Unterrichts, weil es ist uns sehr wichtig, dass die Teilnehmer alle Rollen erfüllen können, dass zum Beispiel jeder mal ein Solo spielen darf, dass jeder in der Begleitung tätig ist, dass jeder auch im Kompositionsprozess mit eingebunden ist, dass es Themen sind, die die Teilnehmer interessieren, die Teilnehmer mit einbringen, die von uns allen quasi gemeinsam bearbeitet werden. Und die Kombination aus Studierenden und Menschen, die aus verschiedenen Werkstätten der Lebenshilfe zum Beispiel kommen, macht eben diesen Gesamtklang, den wir gefunden haben für uns, wo jeder willkommen ist und wo man eigentlich keine Ja, Voraussetzungen braucht. das ist eigentlich das Besondere. Alle, die herkommen, kommen freiwillig. Und jeder, der kommen will, darf auch mitspielen. Es gibt keinerlei Auswahl. Das ist also insofern zufällig, ob wir jetzt jemanden haben, der wirklich Text singen kann oder nicht. Und wenn wir jemanden haben, der Text singen kann, wie der Ingo zum Beispiel, manchmal auch der Florian, wenn er nicht heißer ist, teilweise die Marie, dann ist das ganz wunderbar. Aber es gibt eben auch vokale Mitteilungen von denen, die nicht reden können. Die singen dann auf einem Ton oder machen eben ihr Pussy-Pussy oder andere Geräusche. Das sind ganz, ganz wichtige Mitteilungen. Und für mich und aber auch ganz, das sehe ich ganz klar bei den behinderten Mitgliedern der Band, dass sie jede einzelne Äußerung, die jeder bringt, mit der gleichen Wertschätzung versehen. Ob ich ein Solo spiele, was nach Jimi Hendrix klingt, oder ob der Christian auf der Gitarre schrappt oder ein Kuss-Solo gibt, jedes Solo ist gleich viel wert. Und das ist auch Inklusion. Jetzt sieht man hier den Soundbeam, den haben wir kennengelernt durch Kollegen in England, die das entwickelt haben, weil sie mit Menschen mit Behinderung seit Jahren erforscht haben, wie man Musik machen kann, vor allen Dingen bei starker körperlicher Beeinträchtigung, sodass mit wenigen Bewegungen, ich mach's mal ein bisschen lauter, mit wenigen Bewegungen, wenigen Bewegungen Sounds abgeholt werden können. Das ist wie ein kleiner Computer, da kann man alle möglichen Stimmen und Tonskalen und Akkorde draufgeben, ganz wie man es braucht für die Musik.
Besondere ist aber eben dieser Soundbeam, der über eine Strahlung läuft. Hier entsteht also jetzt, ganz hier vorne noch kaum, ab hier, man kann die Länge einstellen, ein Strahl, auf dem liegen die Töne. Und wer also mit einer kleinen Bewegung, mit der Hand oder auch dem Kopf oder einem anderen Körperteil oder der ganze Mensch, der sich davor auf und ab bewegt, kann er musizieren. Das ist eine abstrakte Sache natürlich, da geht es darum, sozusagen über das Tun zu begreifen, wie das funktioniert, und dann erweitert es doch für manche von unseren Mitgliedern, Bandmitgliedern, ihre Musiziermöglichkeiten sehr stark, was das Solospiel angeht. Achtung, Mario, jetzt weißt du ja, wenn du vor und zurück gehst, probier mal. Nicht zu weit, nicht zu weit. Hörst du das? Schau mal da hin. Geh mal drauf zu. Thema Bewegung, was spielt das für eine Rolle bei uns, Tanzbewegung? Nachdem wir hier am ORF-Institut eben Musik und Tanzpädagogik studieren oder lernen, ist bei uns die Verbindung sehr wichtig. Und seien es Gesten, die wir machen, während wir musizieren oder während wir singen, seien es eben so Dinge wie der Soundbeam, wo dann durch die Bewegung die Musik entsteht, ja. Seien es Parts, wo man zum Beispiel ein Tanzsolo haben oder wo wir alle gemeinsam dann in der Mitte tanzen oder Rituale Anfang oder Ende. Genau. Also natürlich in einer Band, wo Instrumente gespielt werden, sind die Musiker selten die Tänzer. Ja? Oder dann gibt es dann Go-Go-Girls oder männliche Go-Go-Tänzer, das haben wir nicht. Aber was wir machen, wir verdeutlichen manchmal mit Körpergesten, wir haben ein afrikanisches Begrüßungslied, da wird der Text sozusagen in Ganzkörpergesten genommen, oder bei unserem Liebeslied, was wir beim nächsten Auftritt auch spielen. Und kein Berg ist zu hoch für mich und kein Weg ist zu weit für mich. Immer denk ich nur an dich. Wir kommen bald zusammen, du und ich. Also wir setzen das auch in Körpersprache um, sodass auch die, die keinen Text sprechen können, aber die Bedeutung verstehen, sich ausdrücken können über ein bewegtes Medium. Ja. Die Bewegungen, macht ihr alle mal nur die Bewegungen mit mir mit, bitte? Bist du bereit, Ingo? Und kein Berg ist hoch für mich und kein Weg ist weit für mich. Immer denk ich nur an dich. Wir kommen bald zusammen, du und ich. Wir kommen bald zusammen, du und ich. Noch einmal. Und kein Berg ist hoch für mich und kein Weg ist weit für mich. Immer denk ich nur an dich. Wir kommen bald zusammen, du und ich. Wir kommen bald zusammen, du und ich. Aber unsere Band, ich möchte es mal sagen, sie ist sehr konsequent inklusiv, weil wir eben jeden auch solieren lassen, weil wir nicht auswählen. Ist es schon eine besondere Band. Wir hatten auch das Glück, einmal vor 120 Spitzen der Sozialarbeit Österreichs in der Residenz aufzutreten. Da war auch der Sozialminister vom Land und vom Bund da. Und das war einfach toll, dass auch leitenden Personen, die verantwortlich sind für das, was im Land passiert, das sehen konnten. Und insofern, wir nehmen jedes Angebot an, wenn Sie also uns jetzt gerade sehen und unsere Band haben wollen, wir kommen. Oder mitspielen wollen. Oder mitspielen, natürlich. Ja. Das hört man trotzdem. Ich sing bei ihm mit. Wir machen es mit den Worten, Ingo, nicht mit Erzählen, weil das jetzt müssen wir bis 6 zählen. Tiramisu, 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 Bananensplit. Bananensplit, Bananensplit, Pizza Hawaii, Pizza Hawaii, Pizza Hawaii, Pizza Hawaii. Ich bin die Pizza.
zum Umgang miteinander bin ich immer wieder erstaunt. Es gibt immer wieder einen Wechsel an den Teilnehmenden, weil Studierende wieder gehen und kommen oder weil jemand mitspielt und dann doch keine Zeit mehr hat oder nicht mehr möchte und hier wieder jemand neuer kommt. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir so eine schöne Gruppe sind. Also wir heißen die kunterbunten 14er, weil wir immer dienstags um 14 Uhr in Raum 14 proben. Manchmal sind wir auch 14 Teilnehmer. Jetzt fangen wir nochmal an, das ist damit genau, zu starten. Ich habe auch Ingo, leg die Schlagzeugstöcke weg, nimm deine Maske und dann hast du Singen und Maske, das reicht. Ja. Ja, bei dem Song. Gut. Aber okay. Ohne, dass du die Maske davor hältst, sonst hört man nichts. Das kommt erst am Schluss, wenn wir alle Masken brauchen. Ja, wie ist das? Der Flo fängt an, der Flo fängt an. Ganz wenig Erfahrung mit Behinderten haben. Wir hatten dieses Semester, dieses Studienjahr Südkorea, eine Studentin und eine aus China in der Gruppe. Für die sind Kontakte mit Menschen mit Behinderungen sehr selten, falls sie die überhaupt jemals schon gehabt haben vorher. Die sind dann auch baff, was für eine Lebensfreude eigentlich da herrscht. Und wie. Und auch Potenzial und ja, Können. Und das ist einfach so wichtig, dass das dann irgendwann den Raum wieder verlässt und irgendwo anders wirkt. Damit lassen wir es jetzt auch gut sein. Das Schlusswort. 2-2. Aber ich wollte niemanden. Ja, wir zwei. Wir machen zu dritt, Achtung, seid ihr bereit? Ja. Danke, es war schön mit dir. Andere Seite. Danke. Das war schön mit dir. Und fertig.